Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir machen uns heute daran, eine Kneipe zu bauen. Gedacht war das Ganze mehr als Jagdhütte, aber ich fand so, als ich sie fertig hatte vom Einrichten noch her, ein bisschen doch zu klein. Und statt einer Jagdhütte machen wir einfach mal eine Kneipe. Auch mal irgendwas Besonderes, sag ich mal, nicht nur einfach so irgendwas, sondern einfach mal eine Kneipe. Und ich muss sagen, ich finde sie optisch ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man sich die auch irgendwo mal so am Rande eines Waldes mal ein bisschen platzieren könnte oder am Stadtrand. Halt einfach mal, baust du dir eine Kneipe hin. So, wir teilen das Ganze auch auf in zwei Teile. Wir machen heute im ersten Teil die Hütte an sich komplett fertig. Und in Teil 2 zeige ich dir, wie du es hier innen drin einrichten kannst und vielleicht so ein paar kleine optische Feinheiten noch, die du da innen drin machen kannst. Das Original jetzt hier vorne ist schon eingerichtet, aber das gucken wir uns halt in Teil 2 an. Wir machen uns jetzt ran, erstmal die Hütte zu bauen. Wir haben viel, viel zu tun, also würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Aber vorab möchte ich dir noch kurz sagen, wir haben hier letztes Mal ein Update bekommen, wo sie, sag ich mal, das Creative-Menü noch ein bisschen geändert haben. Jetzt sieht das auch so ein bisschen aus wie von der One Edition. Haben wir hier drei Abteile. Hier ist nochmal die alte Version von der Aufteilung hier. Also wir können uns aussuchen, wie wir das gerne möchten. Und nochmal hier die Survival-Ansicht. Ja, das kam letztes Mal noch dazu. So, aber wir müssen uns erstmal hier unsere Blöcke rausholen aus unserer Kiste. Wie immer fangen wir an hier mit der obersten Reihe. Ein Block fehlt noch. So. Und dann geht es ganz einfach los, was wir uns raussuchen. Und zwar einfach mal hellgrauen Beton, am besten trockenen. Dann holen wir uns noch einen Ziegelblock raus. Dann Eisengitter, grüne Keramik, davon nochmal die hellgrüne Keramik. Dann nochmal Quarzstufe, Quarztreppe, Glas. Ich verwende neutrales Glas. Wie immer kannst du dir gerne dein Lieblingsglas aussuchen von der Farbe her. So, dann holen wir uns noch Steinstufen raus und dann geht's auch gleich los und zwar erstmal mit dem hellgrauen Beton. Wir fangen an, von unserer Jagdhütte-Kneipe mal den Grundriss zu bauen. Und das heißt einfach mal, ziehen wir mit hellgrauen trockenen Beton erstmal eine Schicht von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke erstmal gerade lang. Danach gehen wir noch nach hinten weg und da setzen wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 weitere Blöcke ran. So, jetzt ziehen wir das Ganze einmal hier hinten wieder einmal rüber. So, zack, einmal bis rüber ziehen, dass sie miteinander abstimmen. So, und wenn das passt, dann müssen wir das einfach hier nur noch einmal verbinden. Und dir fällt gerade auf, das ist nicht mehr so flüssig, jetzt hier einfach mal lang zu ziehen, denn jedes Mal, wenn Minecraft ein Update macht, passiert auch immer irgendein Bug. Und jetzt haben wir so einen kleinen Bug, kann ich dir einfach mal sagen, vielleicht, wenn du das Video siehst, ist das auch schon wieder behoben. Man kann einfach Blöcke nicht mehr so ganz schnell in eine Richtung lang ziehen, von daher werde ich heute auch nicht unbedingt zeitraffermäßig dann machen, wenn ich Schicht mache, das mache ich dann mit einem Cut, weil es ist wirklich jetzt, dauert sehr lange, sich Schichten zu ziehen und von daher mache ich das alles jetzt einfach mal ein bisschen mit einem Cut immer. Okay, so. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Grundriss. Dann würde ich sagen, hellgrauen Beton noch in die Hand nehmen. Und wir fliegen hier einfach mal hinten zu der Ecke hin. Sag mal, wenn du von der Seite stehst, hinten links, dann unten. Da setzen wir einfach mal noch weitere Blöcke ran, indem wir die äußerste Schicht in Ruhe lassen und dann hier einen reingehen. Und dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5 mal Trockenbeton hin. Gehen ein wieder nach außen weg. Dann setzen wir bei denen einfach nochmal 4 weiter an, die halt so nach oben gehen. Und hier auch nochmal eine Ecke einen ansetzen. Und dann verbinden wir das Ganze einfach wieder hier zu unserem Fundament. So, wenn wir das geschafft haben, nehmen wir uns einfach mal schon die Eisengitter raus und können jetzt einfach mal hier diese Verbindungen einfach mal verbinden mit Eisengitter. Wenn du möchtest, kannst du darunter noch irgendeinen anderen Block hinsetzen. Ich habe einfach mal hellgrauen Beton einfach mal genommen, aber du kannst auch Erde lassen. Ich fand das einfach nur ein bisschen optisch schöner, wenn darunter noch irgendwas sein könnte. Okay, so, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter ganz einfach mit einem Siegelblock. Denn jetzt geht es langsam schon an die Massenarbeit. Wir fangen an mit den Wänden. Wir machen einfach mal gesagt einfach jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke rauf, also 5 mal Ziegelblock rauf. So, das ziehen wir uns einfach mal hier bei unserem Rechteck lang, aber aufgepasst, auf dieser Seite machen wir nur 1, 2, 3, 4. Das heißt, eine Höhe von 4, die geht dann, sag ich mal, bis zur anderen Seite hier. So, und alles andere jetzt hier in diesem Rechteck machen wir auf eine Höhe von 5. Dabei lässt du diesen Abschnitt noch in Ruhe. Ja, das heißt dann hier auch nochmal, alles auf 5 hoch. Ist das jetzt 5? Ja. Also einmal die Wand verbinden, die Wand verbinden, die Wand verbinden mit 5. Das hier nur 4 und das lässt er erstmal noch in Ruhe. So, ich stelle mich hier kurz hin. So, geschafft. Bei mir ist das Ganze oben. Ich hoffe bei dir auch. Ansonsten wie immer Video kurz anhalten. Und dann machst du ja an den Seiten halt alles auf 5 hoch, aber hier auf der einen Seite nur das Ganze auf 4. Wenn das Ganze dann hast, geht's los. Wir machen jetzt schon langsam die Seiten fertig, für dann später fürs Dach. Das heißt einfach, wir fangen hier auf der Schicht an, wo wir, sag ich mal, nur 4 haben.
Danach lassen wir einfach mal zwei Blöcke hier in Ruhe, setzen nochmal zwei rauf. Dann machen wir nochmal zwei. Nochmal zwei, meinte ich. Machen hier auch nochmal sowas rauf, dass wir dann hier insgesamt 1, 2, 3 haben. Und dann müssen wir das Ganze noch einmal machen, dass wir hier noch eine vierte Zweierreihe haben. Super. So, wenn wir das Ganze haben, gehen wir nun auf der anderen Seite runter. Wir können hier einfach mal eine Schicht machen, dass wir hier an der Seite einen haben. Dann lassen wir hier zwei in Ruhe und setzen hier nochmal zwei hin. So sollte das Ganze dann aufgehen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal gemeinsam. So, wir fangen auf der Seite hier an. Ne? Den einen lassen wir in Ruhe. Danach bei den zwei setzen wir dann danach dann wieder zwei. Setzen wieder zwei. Nochmal etwas so höher. Ja, dann haben wir jetzt schon 1, 2, 3 mal Zweier. Und dann machen wir das Ganze noch ein viertes Mal. So, machen hier nochmal ein Zweier hin. Dann können wir hier auf dieser anderen Seite einfach mal hier unten eine Reihe ransetzen. Das Ganze hier so hinziehen, dass wir hier einen Block haben. Lassen zwei Blöcke in Ruhe und setzen zwei hin und sollten hier einen perfekten Übergang haben zur nächsten Reihe. Super. So, wenn wir soweit sind, gehen wir jetzt einfach mal hier hinten hin. Hier haben wir jetzt eine Aufgabe und zwar nehmen wir einfach mal den Ziegelblock und können hier einfach mal das Ganze hier schon mal eine Schicht rübersetzen. So, einmal hier komplett rübersetzen. So, zack, 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 zack. Super. So, wenn wir das haben, würde ich mal sagen, tauschen wir mal kurz was aus. Und zwar die Quarzstufe tauschen wir mal kurz aus durch einen Quarzblock. Kannst du dir einfach mal schnell rausholen. Ich glaube, das geht dann immer schneller, als wenn du Stufen zum Block machst. Und jetzt setzen wir einfach mal, wenn wir jetzt hier, lassen wir den ersten Block in Ruhe. Den zweiten setzen wir einen rauf. Das Ganze könnt ihr auf eine Höhe machen, auch gleich von 3. Immer einen Block freilassen und dann wieder so einen Quarzblock hinsetzen. Und das ziehen wir einfach mal hier komplett ringsrum. Immer dazwischen halt einen Block freilassen. So, das machen wir hier schön einmal, bis wir wieder auf der anderen Seite angekommen sind. Und sollte hier dann genauso aufgehen, wie wir angefangen haben. So, super. Ganz oben platzieren wir jetzt einfach mal eine Treppe hin. Das machen wir ja auch wieder einmal komplett ringsrum. Super. So, wenn wir das geschafft haben, können wir jetzt einmal den Block wieder austauschen durch eine Stufe und platzieren unten. Muss mal kurz gucken drüben. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube, das war jetzt richtig. Ja. So viele Blöcke, wie wir mal setzen müssen. Da müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Ja, die Stufe setzen wir einfach mal auf die Höhe des Blockes hin. So, können wir einmal hier alles rumziehen. Zack, zack, zack. Super. So, wer möchte, kann auch jetzt schon das Glas hinten einmal ransetzen. Wir machen innen drin später, das siehst du dann im Teil 2 noch, Innenwände. Das heißt, dann Tapete und so setzen wir hin, dass denn die Glasblöcke auch gut, sag ich mal, eingebettet werden, dass man das gar nicht mehr sieht. Ansonsten kann man sich auch schon, wenn man möchte, mach ich mal so, einfach mal hier noch diese Mitte einmal freischlagen. Ne? Kann man einfach schon mal machen. Okay, wenn wir es geschafft haben, bleiben wir dann auch gleich jetzt hier beim Ziegelblock, den ich ausgewählt habe. Wir müssen jetzt hier drauf noch die Seite setzen für unser Dach später. Da richten wir uns dann natürlich jetzt nach dieser Form schon. Das heißt einfach, hier müssen wir jetzt noch eine weitere Reihe raufsetzen. Können wir einmal rübersetzen auch. So, und das setzen wir auch jetzt einmal bis zur anderen Seite. Super. Jetzt mache ich hier wieder alles kaputt. Wollen wir natürlich nicht. Okay. So, wenn wir es geschafft haben, gucken wir mal, was haben wir da jetzt? Ein Zweier, setzen wir hier auch wieder ein Zweier hin. Und hier wieder ein Zweier. So. Und das ist jetzt auch schon die Mitte. Jetzt gehen wir hier wieder hin. Nein, jetzt muss ich, glaube ich, mal kurz gucken, wie ich mir das hier gemacht habe. Aber ich habe mir das, glaube ich, auch richtig gemacht. Ah, nee, warte mal. Ha, ich bin schon wieder fast falsch. Wir müssen hier einsetzen. Ist ja irgendwie logischer, ist ja dann wieder Mitte. Also, hier ein, dann zwei, einen, zwei, einen. Das passt dann auch. Wir können hier diesen einen natürlich auch wieder einmal rübersetzen. So, super. So, dann sind wir hiermit auch erstmal fertig und fliegen jetzt einmal wieder zur Vorderseite. Denn hierbei auf der Vorderseite haben wir wieder eine Aufgabe und zwar machen wir jetzt schon so ein bisschen den Grundriss. Später für unsere Terrasse und alles. Wir fangen an mit der dunkelgrünen Keramik und fliegen halt auf die Vorderseite hin. Dann fangen wir an der Seite an. Dann zählen wir 1, 2, 3 und beim dritten setzen wir 1, 2, 3 mal dunkle Keramik ran. Dann machen wir davor so ein Viereck hin. Und beim Viereck hier an der Kante gehen wir einmal rüber zur anderen Seite und setzen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke. Und ab dem 10. Block machen wir wieder einmal so ein Viereck. Super. Danach gehen wir noch einen nach vorne und einen wieder zur Seite weg. So, fangen wir jetzt hier bei der Ecke an. Setzen wir einmal hier auch so wie so ein kleiner Schutz hier einmal so ringsrum, dann wieder einen nach vorne und einen hier zur Seite weg. So, danach nehmen wir einfach mal die hellgrüne Keramik zusammen und können jetzt überall einfach mal hier eine weitere Schicht draufsetzen. So, überall, wo wir jetzt einen gemacht haben, setzen wir einen weiteren Block wieder rauf. Zack, zack, zack. Super. So, danach setzen wir noch zwei weitere Blöcke jeweils hier auf unseren Vierern rauf.
So, machen wir hier auch nochmal. Einfach zwei weitere Schichten hier raufsetzen. Und nochmal hier bei dem Dreier setzen wir auch nochmal zwei Schichten rauf. Super. So, wenn wir soweit sind, fügen wir nun einmal hier zur Seite hin. Wir nehmen wieder die dunkelgrüne Keramik zur Hand und richten uns einfach mal hier nach. Hier zählen wir wieder 1, 2, 3 und beim vierten setzen wir 2 hin und machen dann wieder einen Vierer hin. Bei der Seite hier dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Ja, setzen wir hin, danach wieder einen Vierer. Und dann hier bei dieser Ecke verbinden wir das Ganze wieder zum Haus. Auch hier haben wir wieder die Aufgabe, das Ganze dann wieder mit der hellgrünen Keramik einmal alles hochzuziehen. So. Und wenn wir es geschafft haben, setzen wir wieder auf unseren Vierern noch zwei weitere Schichten rauf. So, hier auch nochmal. Super. So, wenn wir das geschafft haben, du siehst es schon, nehmen wir uns nochmal den Quarzblock raus. Das geht immer ein bisschen fixer. Und zwar markieren wir uns jetzt schon mal unsere Türen. Da muss ich mal kurz von innen gucken. Ich habe das alles hier mal gut markiert. So. So, okay. Fangen wir mal einfach mal, wie gehen wir von an? Ich würde mal sagen, hier von dem hier, bei den Zweier. Zählen wir einfach mal 1, 2, 3, 4. Und beim fünften können wir Quarzblöcke hinsetzen. Die Mitte kannst, also den zweiten kannst du dann wegschlagen, den dritten dann auch. Und beim dritten machst du dann auch nochmal sowas hin. Und kannst oben einfach mal, ne, oben diese Quarztreppe. Dass wir, sag ich mal, noch bis wir hier haben, noch so drei Blöcke. Und hier haben wir vier Blöcke Platz. Und dann machen wir hier einmal so eine Tür hin. Das gleiche Spiel machen wir jetzt auch nochmal hier. Hier suchen wir einfach mal die Mitte raus. Die wäre hier. Und schlagen wir hier dahinter dann die drei nochmal weg. So, an den Seiten können wir dann jeweils schon mal hier die Quarzblöcke hinsetzen. Oben um diese Treppe und dann sind wir hier auch erstmal fertig. Und dann machen wir noch eine dritte Tür und zwar hier hinten einfach mal. Eigentlich relativ leicht zu sehen und zwar ganz einfach richten wir uns hier ja zu der Ecke, können wir einfach die drei hier wegschlagen, auch auf eine Dreierhöhe. Man dann hier an den Seiten wieder Quarztreppen ran, oben wieder umgedrehte Treppe und dann sind wir damit auch wieder fertig. Super. So, ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit den ganzen Fenster. Ich weiß jetzt nicht ganz mehr so genau aus dem Kopf, wo ich die habe. Ich mache hier kurz einen Cut, markiere mir das Ganze und dann setzen wir zusammen hier einfach mal schnell die Fenster hin. So, bei mir sind die Fenster gesetzt. Also ich sag mal schon die Markierung. Jetzt setzen wir sie richtig. Und zwar ganz einfach, kannst du schon mal die Steinstufe raussuchen. Wir fangen auf der Vorderseite an, da wo wir schon die Tür uns so ein bisschen hingesetzt haben. Von der aus richten wir auch einfach zu den Seiten jeweils einen Block freilassen. Und dann schlagen wir hier einfach so, ja sag ich mal, ja, so ein Viererfenster rein, auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann kannst du mit den Steinstufen schon mal auf der Höhe des ersten Blockes einfach mal so eine Strebe setzen. Das siehst du einfach hier so rein. Wenn wir es geschafft haben, fliegen wir jetzt einmal hier auf die linke Seite hin. Man sieht schon genau, wo die Fenster hinkommen. Finde ich super. Okay, wir fangen einfach mal hier an der Seite an. Wir achten darauf, dass wir unten zwei Blöcke Platz haben und an der Seite nochmal zwei Blöcke. Dann schlagen wir hier einfach mal ja, zwei Blöcke weg. Oben setzen wir die Stufen ran. Davon richten wir uns dann hier auch wieder zur Seite. Zwei Blöcke lassen wir Platz. Dann schlagen wir zwei weg, einen Platz lassen, zwei weg. So, bei denen setzen wir wieder die Stufe auf die gleiche Höhe des ersten Blockes hin. Danach wieder oben dran richten, zwei Blöcke Platz lassen, einen wegschlagen. Da setzen wir dann oben auch gleich eine Stufe hin. Einen Block Platz lassen, zwei wegschlagen, einen Platz Platz lassen, zwei wegschlagen. So, und jeweils hier dann wieder die Strebe reinsetzen. Huh, ein bisschen zu hoch, wir machen das Ganze ein bisschen tiefer. So, okay. Die Fenster passen dann auch später zu den Räumlichkeiten. Da sind auch dann Räume und alles, aber das siehst du dann im Teil 2. So. Wir beginnen jetzt dann einmal auf der Rückseite hier, wo wir auch wieder so einen Eingang gemacht haben. Gleich daneben halt einmal freilassen und dann schlagen wir zwei weg. Machen wir auch wieder hier so eine Strebe auf den ersten Block hin. Fliegen hier zur Seite. Lassen an der Seite drei Blöcke Platz, unten ein und dann schlagen wir hier auch wieder ein Viererfenster rein. Auch wieder beim ersten Block einfach eine Strebe reinsetzen. So, dann fliegen wir hier zu der nächsten Tür. Da jeweils an den Seiten oben einfach mal hier gleich zwei Blöcke wegschlagen und dann hier einfach mal eine Strebe reinsetzen. Super. So, wenn wir das haben, sind alle Fenster ja gesetzt, dann können wir uns Glas nehmen. Natürlich nimmst du da dein Lieblingsglas und kannst dann hier einfach mal dahinter einfach ganz gemütlich ransetzen hier dein, ja, Glasblöcke. Wie gesagt, wir bauen später Tapete und alles. Du wirst dich dann ganz schön überraschen, wie wir doch diese Glasblöcke dann im Nachhinein gut vertuschen können, dass man wirklich denkt, hey, das ist ein richtiges, gutes Fenster so, ne? So, wir setzen uns einfach mal hier geschickt einfach mal ran. So, haben wir überall gemacht? Ja. Super. So, wenn wir soweit sind, können wir eigentlich... brauchen wir noch das Blockmaterial? Eigentlich nicht. Ja, dann können wir das erstmal wegtun. Und gehen einfach mal an unsere Kiste ran und holen uns die nächste Reihe raus. Ich mach das da schon mal rein. So, die Reihe holen wir uns einmal raus. So.
Denn jetzt, für die Folge, brauchen wir ganz einfach mal gesagt, holen wir uns Stein raus, Birkenzaun, Steinziegeltreppe, Fichtenholzstufe, davon nochmal die Steinziegelstufe, dann nochmal eine Quarzstufe, also wieder viele Stufen, und eine Quarztreppe. Also siehst, das Material wiederholt sich auch manchmal, also ist immer von Vorteil, wenn du nicht immer alles gleich wegwirfst. Und dann holen wir uns nochmal hellgrüne Keramik raus. Und Schwarzleichentür, die brauchen wir auch noch. So, wenn wir das Ganze haben, legen wir los erstmal mit der Tür. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Stein an sich. Ich glaube, das ist erstmal sinnvoller. Und zwar füllen wir jetzt einfach mal jetzt hier vorne bei unserem Terrasse, sage ich einfach mal dazu, einfach mal alles aus mit Stein. So, man sieht, glaube ich, jetzt hier wieder den Bug. Ich kann das nicht so ganz ziehen. Ich hoffe, den patchen sie mal, dass ich hier auch wieder, ja, sage ich mal, die Schichten lang ziehen kann. Das ist eigentlich voll nervig, weil ich muss jeden Block einzeln einmal bestätigen, dass ich den setzen möchte. Das müssen wir unbedingt wieder beheben. So, jetzt ging es wieder. Naja. So. Hier bei der Tür schlagen wir auch nochmal weg, dass wir hier Stein haben. Dann können wir, wenn wir möchten, schon mal eine Tür hier umgedreht reinsetzen. Super. Den Stein setzen wir jetzt auch nicht komplett bis ganz nach vorne. Lassen wir einfach mal hier so, ja, dass wir bei den Vierern hier aufhören, sag ich mal. So. Fliegen wir hier zur Seite. Hier müssen wir auch nochmal den ganzen Balkon, kann man jetzt dazu auch sagen, oder auch Terrasse, ne? Einmal hier alles mit Stein ausfüllen. Auch bei der Tür setzen wir nochmal Stein hin. Können dann hier umgedrehte Treppe reinsetzen. Super. So, jetzt gehen wir auf die Rückseite. Ich habe jetzt nicht so viele Blöcke im Inventar. Zum Glück markiere ich mir das Ganze. Wir holen uns einfach mal Bruchsteintreppe noch zur Hand und setzen hier einfach mal hinten bei unserer Tür unten einfach mal so einen Absatz ran. Den kannst du so machen, dass er aneckt oder einfach ganz normal einfach so gerade setzen. Aber ich finde, wenn man ihn aneckt, sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. So, hier, ja, können wir sagen, machen wir auch nochmal diese Treppe einfach mal schnell hin. Oh. Ja, kleiner Cut. Ah, so, da bin ich wieder. Also, das Spiel hat sich kurz geschlossen. Ja, ist halt die neue Version manchmal. Tja, gut. Okay, so, stehen geblieben waren wir jetzt hier bei dem Eingang. Ne, einfach eine umgedrehte Treppe setzen. Dabei hat sich das Spiel aufgehangen, aber na gut. So, wir setzen da einfach mal eine Tür hin. Ist ja nicht so schlimm. Ob mit der neuen Version ist ja alles autospeichern, da passiert ja nichts. So, okay, Tür hingesetzt. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bin ich eigentlich komplett wieder raus. Wollten wir weitermachen? Wir wollten, glaube ich, das Dach weitermachen, ne? Okay. Da habe ich jetzt, glaube ich, einen Block vergessen. Warte, ich gucke mal noch kurz an die Kiste ran. Ja. Wir brauchen noch die Fichtenholztreppe brauchen wir noch. Okay, damit legen wir jetzt auch einfach mal los. Und zwar ganz einfach gesagt, wir fangen an, ja, bei unserem großen Rechteck hier, wo wir die Seiten gezogen haben. Wir setzen einfach mal hier an der Seite erstmal eine Treppe hin. Also immer bei den Ecken kann man einfach eine Treppe hinsetzen. Oben hier auch. Setzen wir Treppen hin. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und hier unten auch wieder. Super. So, wenn wir es geschafft haben, beginnen wir jetzt mit den Stufen. Die setzen wir jeweils einmal hier oben drauf. Super. So, sehr schön. So, weiter geht's dann hier nochmal. Bei der Treppe setzen wir nochmal einen ran. Und dann darunter müssen wir nochmal, nicht so, sondern da nochmal eine Treppe absetzen, ne, dass sie so ein bisschen absteht. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Also, Stufe auf die gleiche Höhe wie die Treppe und danach noch eine weitere Treppe einfach mal hier so an der Seite. Super. Und wenn wir das haben, müssen wir das jetzt einfach mal bis zur anderen Seite rübersetzen. Dann machen wir also das Dach erstmal hier zu. Komplett hier erstmal anheften. Du kannst schon, sage ich mal, jetzt die Seite einmal komplett hier bis rüberziehen. Aber ich mache das erstmal noch nicht. Du kannst es gerne machen. Du siehst es ja gleich, wenn ich das hier einmal kurz schneide. Ne, und dann zeige ich dir, wie das Ganze fertig aussieht. So, bei mir ist das Ganze fertig. Wenn es bei dir noch nicht ist, Video kurz anhalten. Oder jetzt hier, wenn ich es dir nochmal kurz zeige, anhalten. Also ich habe jetzt einfach mal jetzt hier den Hauptkomplex einfach mal schon bezogen mit dem Dach. Hier stelle ich mich nochmal kurz zur Seite. Da siehst du nochmal den Übergang, wie wir das hochgezogen haben. So, dann fliege ich nochmal kurz zur Seite. Ich habe das einfach mal hier lang gezogen. Im Nachhinein müssen wir noch ein bisschen was wegschlagen, weil hier kommt ja auch noch was hin. Und ja, hier die Rückseite nochmal. So, so ist der Stand der Dinge jetzt erstmal. Jetzt geht's weiter jetzt einfach mal jetzt hinten bei dem Komplex. Wir setzen einfach mal mit den Treppen einfach mal hier gefordert weiter. Das hättest du jetzt auch machen können schon. Das meinte ich ja vorhin. Das hättest du hier in Ruhe weiterziehen können. Und zwar ganz einfach mal bis hier so etwa, ne? So, du siehst, das dauert hier ganz schön ewig immer mit den Treppen und Stufen setzen. So, darum habe ich das ja einfach mal hier kurz gecuttet, weil das dauert echt immer lang. Weil du musst ja echt die Treppen immer einzeln hinsetzen. Ich hoffe, das ändern sie bald wieder, weil das hatten sie mal. Aber das haben sie wieder rausgenommen. Naja, immer nach einem Update halt. Okay, so. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite. So, super. Wenn ich es dann auch hier geschafft habe, müssen wir hier oben nur noch die eine Reihe ziehen mit der Stufe. Und schon sind die zwei Dächer perfekt miteinander verbunden. Super.
So, wenn wir das geschafft haben, würde ich mal sagen, geht es jetzt erstmal los mit dem Birkenzaun. Da müssen wir eine Aufgabe machen. Und zwar habe ich ja gesagt, hier bei diesem Vierer, da müssen wir mal eine Reihe nochmal wegschlagen. Tauschen wir einfach mal aus durch eine Reihe Birkenzaun, den wir dann darauf jetzt platzieren. So was machen wir überall halt. Auch hier. So, hier natürlich dann auch nochmal das gleiche Spiel. Und hier drüben machen wir es auch nochmal. Super. So, wenn wir das haben, dann sage ich mal überall rauf, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Quarztreppe und müssen darauf jetzt einfach mal unsere Quarztreppen setzen. So. Und hier kommt jetzt so was kleines Kniffliges. Und zwar müssen die alle sich anecken. Also wir fangen so an, ecken hier eine an, anecken, an der dann eine anecken und dann sollten alle angeeckt sein. Und das machen wir jetzt einfach mal auf allen Birkenzaun nochmal. So, okay. So, ich hoffe, bei dir hat es auch geklappt. Jetzt komme ich noch kurz mal, also ich zeige dir erstmal hier, also einfach mal immer so Quarztreppen, die sich ja umgedreht sind und alle sich anecken, wenn wir das geschafft haben. Hast bestimmt mitbekommen, hier bei der Ecke geht das nicht so ganz, dass du alle anecken kannst. Also eine Seite kannst du anecken, jetzt hier aber nicht alle, ne? Das geht jetzt nicht. Das ist auch nicht so schlimm, dann machst du einfach eine Seite, die dann halt normal ist. Das ist kein Problem, das machen wir so. So, danach nehmen wir Quarzstufen und verbinden einfach mal den äußersten Rand miteinander. So, das ziehen wir hier einmal so überall lang. Jetzt fangen wir schon so langsam an, das Vordach jeweils zu bauen bei unserer Kneipe. Das verbinden wir alles hier auch nochmal zur Hauswand. So, dieses Spiel machen wir auch nochmal einmal hier. Das heißt einfach hier alles so vom äußeren Rand verbinden. Dann müssen wir einmal hier diese Schicht komplett wegschlagen. Kann man ruhig machen. Die weitere Stufenschicht auch nochmal. So, und dann verbinden wir das Ganze hier auch wieder einfach mal mit dem Gebäude. Super. Wenn wir das haben, nehmen wir jetzt unsere steinzige Stufe und füllen einfach mal diese Fläche nochmal aus mit Stufen. So, einmal die Seite, wie nochmal hier die Vorderseite. Das machen wir nochmal schnell. So, bei mir ist das Ganze fertig. Ich hoffe, bei dir auch. Also einfach mal ausfüllen mit den steinzige Stufen. So, wenn wir das haben, geht's weiter dann einfach mit der hellgrünen Keramik. Wir fangen einfach mal hier beim großen Dach an. Der hellgrüne Keramik setzen wir jetzt einfach mal auf die Steinstufenschicht drauf. So, und dann ziehen wir das immer höher, aber lassen an den Seiten jeweils immer zwei Blöcke Platz. Sollten perfekt aufgehen. Ja, super. Gefolgt nun, nehmen wir jetzt erstmal unsere Fichtenholz, Treppen wie Stufen zur Hand. Wir platzieren einfach mal immer jetzt eine Treppe erstmal hier wieder bei den Ecken. Hier oben drauf machen wir auch wieder einfach mal Treppen rauf. Warte mal. Ich gucke noch mal kurz. Wir haben ja hier, die können wir ja immer spicken. Nee, da kommen Stufen rauf. Gut, dass man immer so einen Vorbau hat, ne? Da kann man immer ein bisschen spicken. Ja, machen wir einfach mal Stufen rauf. Und runter geht's dann hier wieder. So, ich muss mir das hier nochmal kurz umstellen. So, wieder einfach mal mit den Treppen runter. So, dann setzen wir hier wieder die Stufen hin. Super, andere Seite müssen wir das natürlich auch nochmal machen. Sehr schön. An den Seiten setzen wir jeweils aber nochmal einmal eine Treppenschicht. So, die erste Reihe lassen wir aber noch frei. Auf der anderen Seite müssen wir auch nochmal hier eine Treppenschicht hier mal langziehen. Super. So, wenn wir das haben, können wir das einmal hier zum Haus verbinden. So, bei mir ist das Ganze fertig. Wir gucken nochmal kurz rüber. Einfach mal alles mit zum Haus verbunden. Ja, mit dem Haus verbunden. Hier oben war ja, sag ich mal, noch eine Treppe. Da machst du einfach alles mit Stufen dann hin. Ne? Das ist egal, ob denn hier die Treppe ist. So, kommen wir nun jetzt zu diesem Dach. Wir nehmen erstmal wieder unser hellgrüne Keramik und ziehen uns erstmal, sag ich mal, hier wieder auf der zweiten Schicht eine Reihe. Lassen diesmal aber nur einen Block zur Seite immer frei, dann wieder zwei und sollten oben dann drei perfekt haben. Wenn das der Fall ist, beginnen wir wieder erstmal mit den Treppen. Die setzen wir immer hier wieder an die Ecken an. Setzen wir nochmal kurz an. So, natürlich hier an der Seite einmal auch wieder runter, jeweils mit einer Treppe. Hier können wir wieder die Stufen raufsetzen. Jetzt ist gerade wieder mein Gedächtnis nach, wie das da war. Aber wir haben ja immer so einen schönen Vorbau, ne? Da gehen wir wieder spicken. Wie war das? Ach, so war das. Zack, und schon war es erledigt. Wir machen einfach an den Seiten jeweils Stufen hin. Und ganz oben, würde ich mal sagen, machen wir einen Block hin. So, genau. Und das verbinden wir jetzt einmal auch wieder mit dem Hausdach. So, bei mir ist das Ganze verbunden, aber wir sind noch nicht fertig. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, das verbindet nicht so ganz. Und dann müsst du einfach dann immer ein paar Blöcke wegschlagen, damit das Ganze sich verbindet. Außer jetzt hier haben wir Stufen. Müssen natürlich eine Treppe hin, da nochmal etwas wegschlagen. Ne, überall, wo es nicht passt, müssen wir dann, sag ich mal, das Ganze noch ein bisschen anpassen. Ne? So, hier geht es jetzt ineinander und hier unten müssen wir nochmal was wegschlagen. Super, alles passt. Sehr schön. So, wenn wir soweit sind, geht es jetzt weiter. Und zwar müssen wir jetzt das Ende jeweils
Ja, sag ich mal, wir haben jetzt vorne ja mal eine Schicht nicht gezogen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die steinzige Treppen wie Stufen zur Hand. Die müssen wir jetzt einfach mal, das machen wir jetzt erstmal nur bei unseren zwei Vordächern, bevor wir das bei unserem Hauptdach machen. Da setzen wir einfach jetzt immer hier an den Seiten jeweils nochmal eine Schicht davon ran. Hier ganz oben machen wir eine umgedrehte davon. Ja. So, müssen wir dann einfach hier immer noch so eine Schicht hinsetzen. Jetzt machen wir hier dann die, natürlich die Treppen hin. So, andere Seite hier auch nochmal. Super. So, dieses Spiel müssen wir auch nochmal hier machen. Habe ich auch geschafft, jetzt hier vorne. Einfach nochmal, genau wie wir, sag ich mal, das Holzdach gemacht haben, nochmal mit den Steinziegel Treppe machen und Stufe. So, aber jetzt hier kommen wir nochmal hier zum Dach. Hier habe ich Mist erzählt. Hier die Treppe nicht umgedreht, sondern einfach normal. Genau. Und dann fangen wir jetzt hier auch an. Wir beginnen einfach mit den Quarztreppen, setzen die jeweils immer hier in den Ecken hin. So. Gefolgt dann immer wieder von Stufen. So. Hier kannst du dann auch noch so die Stufen noch einmal ein bisschen überstehen lassen. Ja. So machen wir das einfach mal. So, okay. Wenn wir es denn da haben, geht es jetzt hier einmal zur Seite. Und hier machen wir auch nochmal was. Und zwar einfach wieder in den Ecken erstmal immer wieder die Treppen. So. Gefolgt dann machen wir davor unten erstmal Stufen hin. Bei der zweiten Reihe machen wir einfach mal eine andere, um die Treppe zur anderen Richtung. Um so eine Maserung reinzubekommen. So ein kleines, ja, optische Verbesserung. So, kommen wir nochmal zur Seite. Du kannst dir natürlich Stufen hinmachen, aber musst es nicht. Das ist dann so optisch, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das denn zugemüllt ist, wenn wir das so machen. Oder nicht. Naja, einfach eine optische Sache. Musst du gucken, ob es dir gefällt oder nicht. So, kommen wir jetzt mal weiter zu unserem Hauptdach. Hier wollen wir das natürlich auch noch ein bisschen verfeinern mit den Ziegeltreppen. Wir müssen jetzt nichts wegschlagen, einfach nur noch dazu bauen. Und zwar einfach setzen wir hier auch natürlich eine weitere Reihe ran. Jeweils. So, so, so. Zack. Und hier müssen wir einfach mal die Stufe wegschlagen und setzen dafür dann das dahin. So, natürlich müssen wir hier die Stufen auch nochmal hinsetzen. Super. So, das Spiel machen wir auch nochmal auf der Rückseite. Ich mache das mit euch zusammen, weil wir ja nicht komplett das Dach machen. Das ist ja wirklich nur, sag ich mal, hier immer fast die Hälfte, ne? So. Aber ich glaube auch ein guter Fortschritt ist immer, wenn man immer gleich mal den gleichen Block übernimmt, ne? Anstatt immer sich das Ganze zu wechseln. Jetzt machen wir die Treppen einfach mal so davor hinsetzen. Super. Und hier auch nochmal. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt eine Stufe hinsetzen. Das lassen wir einfach mal so. So, und hier müssen wir das Spiel auch nochmal machen. Einfach halt mit den, ja, Steinziegelsachen einfach nochmal hier vorne so einen Abschluss dran setzen, ne? Damit man weiß, hier ist das Dach zu Ende. So, Stufen noch hinterher. Super. So, wenn wir das natürlich geschafft haben, geht es weiter mit den Quarzstufen, die Treppen. Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder Massenarbeit, ne? Also wir setzen jetzt jeweils an den Seiten des Hauses, das wäre einmal hier, unter diesen Treppen Stufen hin. Das ziehen wir einmal ein bisschen nach hinten weg. Gleiches Spiel auch nochmal hier bei der, ups, hier bei der Reihe. Einfach Stufen bis zur Wand ziehen. Gleiches Spiel auch hier. Das kannst du dann hier auch ein bisschen nach vorne ziehen. Und das machst du auch nochmal unter den, ja, diesen Treppen hier auch nochmal langziehen. Vorderseite ist perfekt. Hier nochmal. Und dann musst du es hier natürlich nur so einmal langziehen. Ich mach's mal schnell und dann zeige ich dir nochmal das Endprodukt. So, bei mir ist es fertig. Dann sollte das Ganze natürlich immer so aussehen. Der nächste Schritt ist dann, wenn wir darunter die Stufen gemacht haben, nehmen wir Treppen und setzen gleich die nächste Reihe einfach mal umgedrehte Treppen hin. Das machen wir einmal jetzt hier bei der Reihe. Hier brauchen wir es nicht. Hier ist es ja schon. Hier eigentlich auch nicht, aber aufgepasst, hier innen drin musst du es nochmal machen. Bin ich einmal kurz gegen mein Mikro gestoßen. Ich hoffe, das hört man nicht. So, einmal hier runter nochmal. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Hier einfach mal lang setzen. So, hier wo wir die Stufen haben, brauchst du es nicht machen. Und dann da nicht. Hier nochmal. Und ich sehe gerade, hier habe ich vergessen, eine Stufe hinzusetzen. Genau. So, und dann hier auch nochmal bei der Reihe. Ne, das ist ja genau hier vorne. Das sieht man dann bis nach hinten weg. So, das machen wir einmal schnell. Okay, super. So, bei mir ist das Ganze fertig. Einfach nur umgedrehte Treppen darunter setzen. Und dann geht es jetzt los. Machen wir jetzt hier alles noch bis nach oben. Eigentlich relativ einfach. Wir fangen einfach mal, würde ich sagen, mit den Treppen an. Die setzen wir immer hier in den Ecken hin. Oben eine umgedrehte. Und danach unter den Treppen jeweils Stufen. So, und das war's schon hier. Dann geht es jetzt hier zur Seite. Müssen wir auch nochmal das gleiche Spiel machen eigentlich. Unter den Treppen, einfach gesagt, machen wir Stufen hin. So, ja, ich würde das da einfach mal in Ruhe lassen. Hier machen wir einfach mal zwei umgedrehte Treppen hin.
Dann machen wir hier nochmal eine umgedrehte Treppe. Da und hier. Und dann sollte das so aussehen. Wenn wir es geschafft haben, fliegen wir einfach mal hier an der Seite weg. Das haben wir alles fertig. Und kommen jetzt... hier ist auch alles fertig. Da oben hin. Ja, genau. Hier müssen wir es noch machen. Einfach mal immer unter den Treppen. Einfach Stufen hin. Und hier machen wir einfach... Jo. Dann einfach mal Treppen hin. So, da auch nochmal. Und da. Und das Ganze ist da auch fertig. Super. So, lass mal gucken. Eigentlich brauchen wir dieses Blockmaterial gar nicht mehr. Wir können das mal wegtun. Und dann holen wir uns mal noch was raus hier. So, aber es ist nicht alles, ist mir aufgefallen. Ich hole mir noch mal kurz anderes Material, was wir auch noch brauchen. Zack, zack, zack. Okay. So. Ja, du siehst schon, was wir brauchen. Und zwar ganz einfach gesagt, das ganze Bruchstein brauchen wir. Davon die Treppen, Blöcke, ja, Mauer, dennoch Ziegelstufe, Steinstufe und Steinziegeltreppe. Das brauchen wir noch, um unser Haus abzuschließen. Wir fangen an, erstmal mit den Steinstufen. Und zwar einfach noch hier vorne. Man erkennt es ja schon auf dem Boden, setzen wir einfach noch so einen kleinen Übergang, dass man, sag ich mal, nicht hüpfen muss, um hier raufzukommen, sondern einfach mit den Stufen ganz locker raufkommt. Super. Wenn wir das haben, geht es weiter mit den Ziegeltreppen, wie Stufen davon. Wir müssen noch ein bisschen was bei der Terrasse machen. Wir fangen einfach mal hier so an. Einfach immer an den Seiten jeweils umgedrehte Treppen zur Wand setzen und dazwischen halt immer eine Stufe. So, hier vorne machen wir es auch nochmal. An den Seiten umgedrehte Treppen, also normale Treppen mit der... Ja, mit dem Rücken zur Wand. Dann hier verbinden wir alles mal mit Stufen. Und wenn wir das geschafft haben, suchen wir mal hier die Mitte raus. Ah, das wäre die hier. Mal leicht gefunden. Ansonsten halt drei Stufen danach, dann einfach zwei Blöcke immer wegschlagen. So, auch hier setzen wir nochmal zwei Treppen ran. Super. Danach würde ich mal sagen, schlagen wir jeweils hier nochmal zwei Blöcke weg. Und setzen da einfach mal oben ran nochmal Stufen. Weil es soll dann einfach so eine optische Verbesserung sein. Ich weiß gar nicht, habe ich da nur einen? Ich habe da nur einen gemacht, aber zwei sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Ah, machen wir aber mal nur einen. Und zwar, ja, machen wir bei der Mitte denn. Ja, wir haben zwei hier. So, in der Mitte werden dann vier. Und da nochmal. Ja, machen wir es so. So, fliegen wir auf der Vorderseite. Hier müssen wir jeweils Treppen mal da hinsetzen und dann eine Stufen an sich da. Obwohl, wir gehen hier nochmal einen runter und setzen dann hier eine Treppe rauf. Sieht, glaube ich, besser aus. So, wenn wir das dann hier haben, fliegen wir hier hin. Auch hier müssen wir das gleiche Spiel machen. Treppen an sich an den Seiten immer. Hier auch nochmal. Hier machen wir aber jetzt nur Stufen hin und in der Mitte unten einmal so ein Löchlein. So. Hier auf der Seite müssen wir nochmal die Treppen hinsetzen. Super. So, dann sind wir damit auch eigentlich schon fertig. Das nächste, was jetzt folgt, ist mit den Bruchsteinen einen Schornstein uns hinzusetzen. Und zwar einen ganz schön großen. Dabei fliegen wir hier in diese Ecke. Hier kann man ja kaum was hinsetzen, außer jetzt einen Schornstein. Wir setzen einfach mal zweimal Bruchsteinblöcke hier hin. Das Ganze können wir bis nach oben wegziehen. Da müssen wir natürlich hier ein bisschen was weghauen. Können wir ruhig machen. Jetzt hier ein bisschen was kaputt hauen. So, oben setzen wir auch nochmal hin. Wie hoch du den Schornstein machst, ist dir überlassen. Ich sag mal, ich mache mir jetzt hier, fangen wir mal von hier aus zu zählen. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, machen wir mal 6 hoch. Das sollte reichen. Ganz oben setzen wir einfach mal Steinstufen noch hin. Können das Ganze noch ein bisschen optisch verfeinern, indem wir hier ja, Mauern reinsetzen. Hier unten mache ich das auch nochmal. So. Danach setze ich einfach mal hier an der Seite noch einen Block hin. Darauf eine Treppe. Na, kriege ich es hin? Ja. Dann setze ich hier unten auch nochmal Treppen hin, die sich dann einfach mal so anecken. Und fertig ist bei mir der Schornstein schon mal. So, wir machen noch einen zweiten hin. Der kommt hier so ein bisschen weiter hinten hin. Muss mal gucken, ich würde mal sagen, wir machen wir einfach mal hier hin. Von Sagen aus, sag ich mal, gehen wir von hier hinten aus. So einfach mal dann 1, 2, 3, 4. Und beim fünften Holztreppe machen wir es hin. Du kannst auch bei der vierten machen. Das ist dann einfach wieder so eine kleine Augensache. Ich mache das Ganze zwei hoch und dann nochmal eine Stufe rauf. So, dann ist auch das Ganze hier fertig. Und dann sind wir eigentlich durch. Dann ist das Ganze fertig, würde ich mal sagen. Wir gucken nochmal hier kurz beim Original. Nicht, dass ich doch noch irgendwas vergessen habe. Ja, ansonsten nicht. Ansonsten, du siehst ja hier schon beim Vorbau, man kann sich denn hier noch super, sag ich mal, einen Weg machen. Auch jetzt hier beim Schornstein, wo du die Mauern hinsetzt, um das Ganze dir noch ein bisschen zu verfeinern, ist dir dann natürlich überlassen. So, jetzt gucken wir mal noch. Jetzt gucken wir noch einmal hier so. Ja, eigentlich, da kannst du hinten dann auch noch so einen Weg einfach mal langziehen. Hier oben interessiert mich mal, habe ich es richtig gemacht? Oh, sogar richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber ansonsten sind wir hiermit durch. Ne, du siehst,
Du kannst das Ganze noch optisch ein bisschen verfeinern mit Büschen oder so an den Seiten. Da musst du dann noch gucken. So, aber ansonsten war es das hier erstmal vom ersten Teil. Im zweiten Teil sehen wir uns wieder und gucken mal, wie wir innen drin uns das Ganze noch einrichten können. So, da mache ich natürlich auch nochmal die Tour bei dem, damit du mal siehst, wie ich mir das auch optisch eingerichtet habe. Aber ansonsten sind wir hier fertig. Ich würde sagen, ich stelle mich hier vorne Safety hin. Und dann sehen wir uns einfach zu Teil 2 wieder. Aber von mir war es das erstmal. Und wenn ich Safety stehe, sage ich schon erstmal Tschüss.